Sei gegrüßt, Günther. Oh, Entschuldigung. Kein Sorgen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes sei mit euch. Und mit deinem Geist. Wir sind zusammengekommen, um Abschied zu nehmen von unserem Bruder Manfred Melzer. Sein Tod erfüllt die Angehörigen und uns alle mit Trauer und Schmerz. Als Christen leben wir aus dem Glauben, dass der Tod nicht das Ende, sondern Beginn eines neuen Lebens ist. Aus diesem Glauben schöpfen wir Trost und Zuversicht. Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung. Beim Herrn ist Barmherzigkeit und reiche Erlösung. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Herr, höre meine Stimme. Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten? Herr, wer könnte bestehen? Doch bei dir ist Vergebung, damit man in Ehrfurcht hier liegt. Ich hoffe auf den Herrn, es hofft meine Seele. Ich warte voll Vertrauen auf sein Wort. Mehr als die Wächter auf den Morgen, soll Israel harren auf den Herrn. Denn beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist die Erlösung in Fülle. Ja, er will Israel erlösen von all seinen Sünden. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Amen.
so bitten wir im Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes um die Vergebung der Sünden. Herr Jesus Christus, durch deine Menschwerdung hast du uns Anteil gegeben am Leben Gottes. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Durch deinen Tod hast du uns das Tor zum Leben geöffnet. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Durch deine Auferstehung hast du uns die Hoffnung auf das ewige Leben geschenkt. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Gott, du Hirt deiner Gläubigen, du hast deinen Diener Manfred zum bischöflichen Dienst berufen. Wir danken dir, dass er uns dein Wort verkündet und uns das Brot des Lebens gereicht hat. Du weißt, wie er für dich und die Menschen gewirkt hat. Du kennst seinen Einsatz und die Frucht seines Mühens. Du kennst auch sein Versagen. Führe alles zum Guten und schenke ihm den Lohn für seinen Dienst. In deinem Licht lass ihn schauen, was er uns im Glauben bezeugt hat. Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, herzlich heiße ich Sie alle willkommen heute zur Feier der Exequien für unseren heimgerufenen Weihbischof Manfred Melzer. Willkommen heiße ich auch all diejenigen, die über das Domradio, das Internet und das Fernsehen in dieser Stunde mit uns verbunden sind und die heilige Eucharistie mit uns feiern. Besonders willkommen heiße ich Sie, liebe Familie Melzer, liebe Angehörige und Freunde, insbesondere die Schwester unseres Weihbischofs, die ihn über die vielen, vielen Jahre seines priesterlichen und bischöflichen Dienstes in besonderer Weise begleitet hat und von der er auch uns gegenüber immer wieder gesprochen und erzählt hat. Ich freue mich, dass so viele Bischöfe heute Morgen hierher zu uns gekommen sind. Eine besondere Freude ist es, unsere ehemaligen Kölner Weihbischöfe, die Bischöfe geworden sind, hier wiederzusehen und zu begrüßen. Stellvertretend für Sie alle möchte ich den emeritierten Bischof von Würzburg, Friedhelm Hofmann, begrüßen, der über viele, viele Jahre mit Weihbischof Melzer befreundet gewesen ist und auch jetzt über Köln und Würzburg dann hinaus, als der damalige Weihbischof Hofmann von Köln nach Würzburg gegangen ist. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass Bischof Hofmann auch heute aus dieser ganz persönlichen Beziehung und Verbundenheit zu unserem lieben Verstorbenen die Predigt übernommen hat und übernehmen wird. Das war auch ausdrücklich der Wunsch von Weihbischof Melzer. Dankbar begrüße ich die zahlreichen Mitbrüder aus dem Presbyterium und dem Diakonium, die ihren Weg heute Morgen hierher gefunden haben, und jeden einzelnen von Ihnen, die Sie heute Morgen hierher gekommen sind. Unser Herz ist voller Trauer, weil wir mit Manfred Melzer, einen lieben Freund, einen lieben Mitbruder, einen engagierten Seelsorger verlieren. Er hat gearbeitet als Kaplan, als Sekretär bei Kardinal Höffner, als Pfarrer in Waldbröl und dann über 20 Jahre lang als Weihbischof hier in unserem Bistum, bevor ihn dann seine Krankheit dazu drängte, dieses Amt aufzugeben und er nur noch seinen Dienst als Domkapitular an unserer Kathedrale tun konnte. Manfred Melzer hatte immer ein Herz für die Menschen. Das war insbesondere immer wieder zu hören, wenn er bei seinen Visitationen unterwegs war oder auch das ganze Jahr über das Firmsakrament spendete. Er konnte insbesondere junge Menschen berühren und ansprechen mit dem, was er zu sagen hatte und wie er es zu sagen wusste. Und so mancher, auch gerade hier am Dom, der Domministranten tätigen, hat in seiner Zeit und auch durch seinen Dienst und seine Begleitung den Weg zum Priestertum gefunden. Geprägt hat ihn sicher in einer ganz besonderen Weise Kardinal Höffner und der Dienst an seiner Seite. So wollen wir in dieser Stunde als Christen nicht trauern wie die, die ohne Hoffnung sind. Denn wir haben die Hoffnung, dass Manfred Melzer jetzt den schauen darf, den er ein Leben lang verkündet hat und dessen Geheimnisse er in den Sakramenten immer wieder feiern durfte. Wir dürfen hoffen, dass er jetzt in der Gegenwart Gottes lebt.
so bleiben wir zurück als dankbare Menschen, die froh sind, dass wir ihn kennenlernen durften, dass wir ihn unter uns gehabt haben, und als Hoffende, die glauben, dass er jetzt das Glück seines Lebens gefunden hat, die Gemeinschaft, die Einheit mit dem dreifaltigen Gott. Am Beginn dieser Feier wollen wir jetzt zunächst uns selbst als schuldige Menschen begreifen, die der Vergebung bedürfen und der Barmherzigkeit Gottes bedürfen. Wir wollen dies tun, indem wir einen Augenblick innehalten, unser Leben prüfen und Gott und einander um das Erbarmen bitten, das wir brauchen, um leben zu können. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Gott, du hast den Bischof Manfred mit der Nachfolge im Apostelamt und mit der Fülle des Priestertums ausgezeichnet. Nimm ihn auf in die Gemeinschaft der heiligen Hirten deiner Kirche. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Lesung aus der Offenbarung des Johannes. Ich, Johannes, sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Auch das Meer ist nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Da hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen: Seht die Wohnung Gottes unter den Menschen. Er wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Denn was früher war, ist vergangen. Er, der auf dem Thron saß, sprach: Seht, ich mache alles neu. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Wer durstig ist, den werde ich umsonst aus der Quelle trinken lassen, aus der das Wasser des Lebens strömt. Wer siegt, wird dies als Anteil erhalten. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr ist mein Hirt, er führt mich an Wasser des Lebens. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen. Er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht? Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl, du füllst mir reichlich den Becher.
Halleluja, Halleluja, Halleluja. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich auch euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf: Liebt einander. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Verehrter Kardinal Rainer, liebe Mitbrüder, ehrwürdige Schwestern, liebe Christa und Maike, liebe Schwestern und Brüder im Herrn. Wenn ein Mensch geboren wird, ist das einzig Sichere, was wir von ihm sagen können: Er wird sterben.
Obwohl das Sterben zu unserem Leben gehört, trifft es uns doch immer bitter, wenn ein lieber Mensch von uns geht. Als Christen glauben wir an das ewige Leben. Und doch bleibt der Schmerz. Denn das Abschiednehmen von einem lieben Menschen ist immer ein Stück Weggang von uns selbst. Auf einem alten Grabstein in Corvey stehen neben den Geburts- und Sterbedaten die Worte: geboren, um zu sterben, und gestorben, um zu leben. Das können wir auch von unserem Weihbischof Manfred Melzer sagen. Er wurde am 28. Februar 1944 in Solingen geboren, um zu sterben, und er starb am 9. August 2018 in Frechen, um zu leben. In der elterlichen Wohnung in Solingen-Ohligs wuchs er zusammen mit seiner Schwester Christa auf. Doch schon seine Gymnasialzeit verbrachte er im erzbischöflichen Konvikt in Neuss. Sein Heimatpfarrer hatte die Verbindung zum Collegium Marianum hergestellt, weil er ahnte, dass in dem aufgeweckten Ministranten Manfred die Berufung zum Priestertum heranreifte. Nach dem Abitur 1966 in Neuss studierte er Philosophie und Theologie in Bonn, Freiburg, im Breisgau und in Köln. Die Priesterweihe empfing er am 1. Februar 1972 hier im Hohen Dom durch Erzbischof Höffner. Nach seiner Kaplanszeit in St. Adolphus in Düsseldorf berief ihn Kardinal Höffner 1975 zu seinem Kaplan und Geheimsekretär. Zwischen beiden entwickelte sich ein enges Band des Vertrauens und einer guten Zusammenarbeit, die intensiv und herausfordernd war. Manfred Melzer lernte nicht nur die Mühen und Sorgen eines Bischofs kennen, sondern er erlebte auch durch die Teilnahme an Konferenzen und Auslandsbesuchen die pulsierende Weltkirche. Begegnungen mit dem Heiligen Vater und mit Bischöfen der Weltkirche verstärkten sein ohnehin waches Engagement für schnellen Einsatz in anfordernden Aufgaben und Brennpunkten. Immer aber blieb er auch Seelsorger am einzelnen Menschen. In dieser Zeit ohne eigene Gemeinde brachte er sich mit viel Herzblut in der Jugendarbeit der Dompfarre ein. Manfred Melzer lag versöhnliches Miteinander am Herzen, und so war es ihm eine große Freude, dass er als Bischofssekretär die Aussöhnung zwischen der deutschen und polnischen Kirche mitbegleiten und erleben konnte. Damals lernte er Kardinal Karol Wojtyła persönlich kennen. Der Deutschlandbesuch von Papst Johannes Paul II. Im Jahre 1980 war dann wohl ein besonderer Höhepunkt für ihn. Nach dem Tode von Kardinal Höffner, der ihm ein väterlicher Freund geworden war und den er bis in dessen Sterben hinein intensiv begleitet hatte, wurde er 1988 Pfarrer in Waldbröl-Nümbrecht. Doch diese intensive pastorale Zeit wurde mit seiner Weihe zum Titularbischof von Carinola in Italien und zum Weihbischof in Köln am 10. September 1995 durch Kardinal Meißner noch verstärkt. Als Bischofswappen wählte sich Manfred Melzer einen goldenen Anker mit den griechischen Buchstaben Alpha und Omega auf einem blauen Mittelschild vor dem silbernen Wappenschild des Erzbistums Köln. Der Anker erinnert an seine Geburtsstadt Solingen, die ebenfalls einen Anker im Wappen trägt. Zugleich steht der Anker symbolisch für unseren Glauben als einen der drei göttlichen Tugenden. Als Wahlspruch wählte er Diligendo Deum Cognoscere, das heißt übersetzt durch Liebe Gott erkennen.
Dieser zentrale Gedanke des heiligen Augustinus blieb für sein weiteres Leben bestimmend. Weihbischof Meltzer war jederzeit bereit, dort zu helfen, wo Not war. Kein Einsatz war ihm zu schwer und zu hart. Er liebte die Kinder und Jugendlichen und begeisterte bei den zahlreichen Firmungen durch seine zeitnahen und packenden Predigten. Er ließ sich vom äußeren Schein nicht blenden, sondern wagte auch ein klärendes Wort. Das galt in seinem Pastoralbezirk der Mitte des Erzbistums, zu dem die Städte Köln und Leverkusen, aber auch der Rhein-Erft-Kreis gehören, ebenso wie für seinen Tätigkeitsbereich als Bischofsvikar für die Frauenorden. Als Domkapitular fühlte er sich besonders dem Kölner Dom verbunden und als Ritter vom Heiligen Grab fand seine Liebe zum Heiligen Land einen entsprechenden Kompass. Er übernahm über einige Jahre die Präsidentschaft des Deutschen Lourdes-Vereins und wurde nicht müde, auch diese marianische Frömmigkeit zu verbreiten. In der Bischofskonferenz war er Mitglied der Pastoralkommission und Mitglied der Kommission Weltkirche. Dort leitete er die Unterkommission für Missionsfragen, also Missio, und engagierte sich insbesondere auch für Südamerika bei Adveniat. Der Fernste war ihm ebenso so nahe wie der Nächste, der neben ihm stand. Bei all diesen Aufgaben vergaß er seine Angehörigen und Freunde nicht und nahm auch regen Anteil an deren Leben. Sein dann doch reicher Tod reißt hier bei vielen eine schmerzliche Lücke. Die letzten Lebensjahre waren von Krankheiten und Schmerzen gezeichnet. Immer wieder musste er zu Eingriffen ins Krankenhaus. Die Ärzte haben ihr ganzes Können eingesetzt, um ihm zu helfen. Wie schmerzlich war es für ihn, schon vorzeitig, vor Erreichen der Altersgrenze, den Heiligen Vater um Entpflichtung von den bischöflichen Aufgaben zu bitten. Aber auch diese äußerst schwere Zeit hat er innerlich angenommen und im Bewusstsein der Nachfolge Christi ertragen. Trotz der Jahre voller Einschränkungen und Schmerzen war er immer den ihm anvertrauten Menschen nahe und ließ in seiner Hilfsbereitschaft nicht nach. Bis kurz vor seinem letzten Krankenhausaufenthalt war es ihm wichtig, noch im Beichtstuhl des Domes für die Menschen da zu sein. Selbst wenn er diesen Dienst nur mit Hilfe einer Sauerstoffflasche bewältigen konnte. Manfred Meltzer war es vergönnt, im Kreis seiner Familie in den Armen seiner Schwester zu sterben, während die Anwesenden das Vaterunser sprachen. Heute wird er ins Grab gebettet, aber nicht ausgelöscht. Der sterbliche Körper wird wie das Weizenkorn in die Erde gelegt, damit er zu neuem Leben aufbricht. Von einem der vielen Einzelgestalten, der Engel hier im Dom, hören wir gleichsam den Ruf am leeren Grab. Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, sondern er ist auferstanden. Dies bleibt uns ein Geheimnis. Wir können es weder mit dem Verstand erfassen, noch entsprechende Vorstellungen entwickeln. Wir bauen auf das Zeugnis der Frauen und Männer, die dem auferstandenen Christus wirklich begegnet sind. Aus diesem Glauben heraus haben viele Christen ihr Leben hingegeben. Aus diesem Glauben heraus sind Kirchen und Dome sowie auch unser Kölner Dom erwachsen. Diese Gotteshäuser haben immer die Blickrichtung auf die Neuschöpfung und Vollendung gewahrt, die der Seher von Patmos am Ende des ersten Jahrhunderts in einer faszinierenden Offenbarung festgehalten hat. In starken Worten, grandiosen Bildern und eindrucksvollen Perspektiven lässt er uns an der Wirklichkeit des die ganze Schöpfung übersteigenden Gottes teilnehmen und eine frohmachende Ahnung von dem gewinnen,
was wir Himmel nennen. Jenseits aller Symbole, Gleichnisse und Allegorien spricht er uns ins Herz, wenn er sagt, er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen, der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Er, der auf dem Thron saß, sprach, seht, ich mache alles neu. Amen. Unser Herr Jesus Christus ist Anfang und Ende, Alpha und Omega. Er ist glorreich auferstanden aus dem Grab und hat den Tod besiegt. Ihn bitten wir voll Vertrauen. Wir beten für unseren Weihbischof Manfred Melzer, der uns im Glauben vorausgegangen ist, dass sein Leben und Wirken für unser Erzbistum und unsere Domkirche in dir seine Vollendung findet und er uns als treuer Fürsprecher beim Vater nahe ist. Erhöre uns, Christus. Für unsere Erzdiözese Köln, der Weihbischof Melzer so lange gedient hat, dass sie den Herausforderungen der Zeit im Vertrauen auf dich begegnen kann und der Glaube und das Leben vor Ort durch die Mitsorge vieler lebendig bleibt. Erhöre uns, Christus. Für alle, die Weihbischof Melzer zu einem Dienst in der Kirche geweiht oder gesendet hat,
dass sie die Freude an ihrem Dienst nicht verlieren und durch ihr überzeugendes Bemühen die Glaubenden und die Gläubigen stärken und den Fernstehenden einen neuen Weg zu dir eröffnen. Herr, höre uns, Christus. Für die unzähligen Jugendlichen in unserem Erzbistum, denen Weihbischof Melzer das Sakrament der Firmung gespendet hat, dass sie gestärkt durch dieses Sakrament den Glauben leben und bezeugen. Herr, höre uns, Christus. Für die Frauenorden, denen Manfred Melzer als Bischofsvikar in besonderer Weise verbunden war, dass auch in unserer Zeit Menschen den Ruf Gottes in den Dienst der besonderen Nachfolge hören und sich in den Dienst nehmen lassen als Ordensleute, als Diakone und Priester. Herr, höre uns, Christus. Für die Familienangehörigen und Freunde von Weihbischof Melzer und alle, die um ihn trauern, dass sie Trost und Hoffnung finden durch die Botschaft der Auferstehung. Herr, höre uns, Christus. Barmherziger Gott, alle, die auf Christus getauft sind, sind auf seinen Tod getauft. Sie tauchten unter in sein Leben, um Glieder seines Leibes zu werden und als solche mit ihm zu leiden und mit ihm zu sterben, aber auch mit ihm aufzuerstehen zum ewigen göttlichen Leben. Schenke unserem Weihbischof Manfred Melzer und allen unseren Verstorbenen durch die Kraft dieses Sakramentes Anteil an seiner Auferstehung durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Thank you.
Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr, nimm die Gaben gnädig an, die wir für deinen Diener, den Bischof Manfred, darbringen. Du hast ihn auf Erden zum Bischof bestellt. Nimm ihn auf in die Schar der Seligen im Himmel. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. In ihm erstrahlt uns die Hoffnung, dass wir zur Seligkeit auferstehen. Bedrückt uns auch das Los des sicheren Todes, so tröstet uns doch die Verheißung der künftigen Unsterblichkeit. Denn deinen Gläubigen, o Herr, wird das Leben gewandelt, nicht genommen. Und wenn die Herberge der irdischen Pilgerschaft zerfällt, ist uns im Himmel eine ewige Wohnung bereitet. Darum singen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit.
Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott, heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung weisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern, unseren heiligen drei Königen und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Dein Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Rainer Maria und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Diensten der Kirche bestellt sind, das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde. Führe zu dir auch all deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unseres Bruders Manfred, den du aus dieser Welt zu dir gerufen hast. Durch die Taufe gehörte er Christus an. Ihm ist er gleich geworden im Tod. Gib ihm auch Anteil an der Auferstehung, wenn Christus die Toten auferweckt und unseren irdischen Leib seinem verklärten Leib ähnlich macht. Erbarme dich aller unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit
und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. 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 Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung wagen wir zu rufen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. So gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wir erwarten den Retter, den Herrn Jesus Christus, der unseren armseligen Leib verwandeln wird in die Gestalt seines verherrlichten Leibes.
Lasset uns beten. Allmächtiger und barmherziger Gott, erhöre unser Gebet für deinen Diener, den Bischof Manfred. Im Namen Christi hat er auf Erden das Hirtenamt verwaltet. Reinige ihn durch dieses heilige Opfer von seinen Fehlern und Sünden und gib ihm seinen Platz im Himmel an der Seite deines Sohnes, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir werden jetzt gleich Manfred Melzer hier in unserer Domkirche, wo er zum Priester und zum Bischof geweiht worden ist und wo er so viele Jahre seines priesterlichen und bischöflichen Lebens Dienst getan hat, verabschieden, um ihn dann hinaus zu begleiten auf den Domherrenfriedhof, wo er seine letzte Ruhestätte bei den anderen Domkapitularen finden wird und den anderen Weihbischöfen. Er steht damit in der langen Kette von Zeugen der Auferstehung. Er selber war ein Zeuge der Auferstehung, ein österlicher Mensch. So dürfen wir ganz sicher sein, dass wir mit ihm jetzt im Himmel einen Fürsprecher haben, der uns auf unserem Weg hier weiter begleiten wird und dem wir einst nachfolgen dürfen, dorthin, wohin er uns vorausgegangen ist. Das ist die große Hoffnung und der große Trost, der einem jeden von uns seit dem Tag der Taufe mitgegeben ist, dass ein jeder von uns erwartet ist, dass Christus dort sitzt und wartet mit offenen Armen, um einen jeden von uns an sich zu ziehen. Jetzt in dieser Stunde unseren Weihbischof Manfred Melzer und einmal einen jeden von uns. Für den vor uns liegenden Pilgerweg wollen wir deshalb jetzt Gottes Segen erbitten, auf dass wir dann mit Manfred gemeinsam das Ziel unseres Lebens, das Glück unseres Lebens erreichen. Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. So segne und behüte euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehet hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.
Liebe Schwestern und Brüder, lasst uns in Stille unseres verstorbenen Bruders Manfred Melzer gedenken, der unter uns gelebt und den Gott zu sich gerufen hat. Zu Jesus Christus rufen wir voll Vertrauen für unseren Bruder Manfred. Erlöse ihn, o Herr. Erlöse ihn, o Herr. Von aller Schuld. Erlöse ihn, o Herr. Durch deine Menschwerdung und dein heiliges Leben. Erlöse ihn, o Herr. Durch dein Kreuz und Leiden. Erlöse ihn, o Herr. Durch dein Sterben und dein Auferstehen. Erlöse ihn, o Herr. Durch deine Wiederkunft in Herrlichkeit. Erlöse ihn, o Herr. Lasset uns beten. Gütiger Vater, in deine Hände empfehlen wir unseren Bruder Manfred. Wir danken dir für alles, womit du ihn im Leben beschenkt hast. Zuversichtlich hoffen wir, dass er wie alle, die in Christus gestorben sind, mit Christus auferstehen wird am jüngsten Tag. Wir bitten dich, nimm unseren Bruder Manfred auf und gib ihm Wohnung und Heimat bei dir. Uns aber, die zurückbleiben, stärke im Glauben, damit wir einander aufrichten und trösten, bis wir alle mit dir und unserem Bruder vereint sind, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wir haben hier keine bleibende Stätte. Unsere Heimat ist im Himmel. Lasst uns darum den Leib des Verstorbenen zum Grabe tragen, in der Hoffnung auf die Auferstehung.